So, und da sind wir wieder und ja, wir sind zurück hier. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge. I won't let you down. Okay. Hey, hast du es vermisst? Ist der Papst katholisch? Nicht, dass mir diese Stadt je etwas geschenkt hätte, aber alles ist besser als ein Schützengraben. Ist hier bloß so ein Mistwetter? Angeblich ist es der kälteste Winter, seit gemessen wird. In der Zeitung steht, dass es noch ein paar Wochen so bleibt. Aber ein Drink wird dich aufwärmen. Wie lange ist es her, dass wir das letzte Mal ein Trinken waren? 2 Jahre? Fast 3. Auf Toni Sacellis Party, richtig? Das letzte Mal war es auf der Beerdigung deines alten Herrn, Vito. Kurz vor deiner Abfahrt. Das weißt du doch. Ah, 5 Minuten und schon sprechen wir über meinen Alten. Können wir bitte das Thema wechseln? Erzähl, Alter. Wie war's denn so da drin? Ich habe immer Zeitung gelesen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und du weißt ja, wie ungern ich lese. Ja, ich weiß. Ihr habt Mussolini fertig gemacht, was? Gewissermaßen. Wir hatten ein wenig Hilfe von dem Typen namens Don Callo. Ohne Scheiß. Don Callo. Von dem habe ich schon gehört. Wirklich? Ja, ich kenne Typen wie Mafiosi. Arbeitest du für sie, bist du hier. Scheißt du sie an, bist du tot. Dann bist du ja schwer beschäftigt. Ja, du hast sogar einen Orden gekriegt, oder? General Patton persönlich. Wow, ein echter Kriegsheld, ha? Und dann hast du ein paar sizilianische Bräute geknallt und musstest heim, ha? Ja, von wegen. Die alte Heimat. Hier kannst du alles fühlen und niemand schert sich drum. Was für ein Land. Auf die USA und darauf, dass du wieder da bist. Salute. Ah, salute, Centani. Wieso bist du schon wieder da? Wegen guter Führung vorzeitig entlassen? Hab mir vor ein paar Monaten eine Kugel angefangen und war im Lazarett. Jetzt habe ich Urlaub. Moment mal. Heißt das, du musst wieder rüber? Was denkst du? Der Krieg ist noch nicht vorbei. Große Lust hast du aber keine, oder? Natürlich nicht, aber was soll ich machen? Warte mal, bin gleich wieder da. Ciao, Giuseppe. Hier ist Joe. Du hast mir doch letzte Woche einen Gefallen getan. Der Kerl heißt Vito Scaletta. In old Trinidad, danke, Giuseppe. Okay, bis dann. Also hör zu. Sieht aus, als wäre deine Verletzung doch schlimmer als angenommen. Die Ärzte sagen, du darfst nicht mehr zurück an die Front. Was? Moment, hast du etwa... Wie gesagt, ich habe Beziehung. Die offiziellen Papiere kriegst du heute noch. Stempel, Unterschriften und der ganze Kram sind nur eine Frage des Geldes. Verarschst du mich? Ist das nicht riskant? Dafür könnte ich im Knast landen. Außerdem, wie soll ich das bezahlen? Das übernehme ich. Sozusagen als kleines Willkommensgeschenk. Und keine Sorge, die Papiere sind picobello. Glaub mir. Wow, danke. Gern geschehen. Du bist doch wie mein eigener Bruder, Alter. Jetzt kannst du in aller Ruhe deine Zukunft planen. Ja, aber erst muss ich nach Hause. Okay, soll ich dich fahren? Nein, danke, ich laufe ein Stück. Mal sehen, was sich alles verändert hat. Alles klar. Grüß deine Schwester schön von mir. Und komm später mal vorbei, wir haben einiges zu bereden. Danke nochmal, dass du mich aus der Army rausgeholt hast. Keine Ursache. Ich melde mich morgen. Jawohl, und da sind wir wieder. Ja. Okay, unser kleiner Läufer. Da sind wir. Danke, der Rest ist für Sie. But the fire is so delightful. And since we've no place to go. Wie geht's? Man, it doesn't show signs of stop. And I brought me some corn for Papa. Vito? Lass ihn doch mitkommen. Ja, dauert auch nicht lang. Okay. Okay. Mom, da bin ich wieder. Vito, meine Junge. Mein Junge ist zurück. Ich gedachte, ich dich nie wiedersehen.
Francesca und ich haben so lange auf dich gewartet. Vito! Hey, Franny, wie geht's? Gewartet. Oh. Komm her. Ich bin so froh. Setz dich. Du sicher hast Hunger, Vito. Francesca hat dir etwas ganz Besonderes gekocht. Suppe di pollo. Ist gut für dich. Sieht gut aus, Franny. Ein Jammer, dein Papa nicht mehr bei uns das zu erleben. Er wäre sehr stolz auf dich, Vito. Ja, ich weiß. Vito, was soll das? Oh, Mama, entschuldige. Benedici, Signore, questo cibo, che dalla tua bontà stiamo per prendere. Benedici anche a coloro che non ne hanno e rendici partecipi alla tua benedizione. Per Cristo nostro Signore, amen. Du musst müde sein, Vito. Ich habe dir ein Bett gemacht. Essensgebet. Würde mich mal interessieren. Das sehen wir von euch vor dem Essen betet. Schreibt es in die Kommentare einfach und ja. Wo geht's denn hier zum Bett? Kann man da mit Mama reden? Wie geht es dir, mio bambino? Hast du schlimme Dinge erlebt? Hab solche Angst gehabt. Hab für dich gebetet jeden Tag. Alles okay, Ma. Meistens habe ich einen Jeep gefahren. Kämpfen musste ich nur selten. Die arme Mutter. Es tut mir jetzt schon leid, ihren armen Sohn im Krieg, im Krieg zu wissen. Und, oh, ein Schaukelpferd. Kann man da drauf rein? Nein, kann man nicht. Aber die Tür kann man schließen. Ja. Dann gehen wir mal schlafen. Schließlich muss ja auch jeder Kriegssoldat in die Haie. Das geht nicht. Ich muss mir eine Wohnung suchen. Ja, wo muss man sich anziehen? Ach ja, genau, der Schrank. Oh, was gibt's denn hier? Jawohl. Na, mit Kragen und Sonnenbrille. Nehmen wir mal... Jawohl. Die würde auch ziemlich cool aussehen, aber... Nehmen wir mal den. Ja, ich weiß, es ist eigentlich hier nicht enthalten. Ich habe nämlich ein Zusatzpack. Ach nein, nehmen wir was passt. Ja, nehmen wir das normale. Ja. Klassisch halt. Und, wann musst du wieder zurück? Tja, so wie es aussieht, gar nicht. Joe hat das für mich gedeichselt. Joe? Du willst wieder in Schwierigkeiten kommen? Wär's dir lieber, ich gehe zurück und werd wieder angeschossen? No. Siehst du, Joe rettet mir vielleicht das Leben. Vito, versprich mir, du wirst nicht in Schwierigkeiten geraten mit dieser Joe. Du weißt, Papa hat im Hafen gearbeitet für diesen Mann, diesen Papalardo. Er ist in Gewerkschaft. Du kannst reden mit ihm und hart arbeiten wie deine Papa. Rede mit ihm. Bitte versprich mir, gehst du noch heute zu ihm. Okay, Mama, ist gut, ich versprech's. Grazie a Dio. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Okay. Kann man hier sprinten? Kann man nicht? Nein, kann man nicht. Okay. Das juckt mich doch nicht. Ist mir scheißegal, wenn ihr alles verkaufen müsst. Und was ist hier los, verdammt? Vito! Kümmer dich um deinen eigenen Dreck, du Arschloch. Nee. Ach ja? Oh. Oh. Komm her, Kleiner. Hier werde ich's zeigen. Auf Frauen losgehen, das traust du dich, was? Komm, zeig, was du drauf hast. Vito, bitte, du machst alles nur noch schlimmer. Und, nein, und Kombo. Ach, komm schon, bleib da. Kombo, oh. Jawohl. Und, ja. Komm, dann zeig's mir, gib's mir. Hört auf, ihr braucht euch nicht zu prügeln. Kombo, ja. Ja, und... Yes. Bitte, Vito, komm, das geht dich nicht an.
Jawohl. Du handelst dir nur Ärger ein, Vito. Jetzt stirb, komm von Junge. Und. Komm schon. Jawohl. Halt. Ah, scheiß drauf. Sieh bloß zu, dass du Land gewinnst, du Wichser. Das wird euch noch leid tun. Verlasst euch drauf. Was zum Teufel wollte der? Tut mir leid, Vito. Wir wollten dich nicht beunruhigen. Beunruhigen? Womit beunruhigen? Komm, jetzt sag mir, was los ist, Franny. Kurz vor seinem Tod hat Papa sich Geld geliehen. Ein Haufen Geld. Von einem Kredithai. Er hat gedacht, er kriegt einen besseren Job und zahlt's dann zurück. Wir haben es erst erfahren, als du weg warst. Wie viel? $2,000. Was? Scheiße. Das Schlimmste ist, der Kerl will alles bis Ende der Woche zurück. Sonst müssen wir noch mehr zahlen. So viel kann ich als Hafenarbeiter nicht verdienen. Wer ist der Kerl? Ich weiß nicht. Mama will es mir nicht sagen. Aber reg dich nicht auf. Wir kriegen das schon hin. Keine Sorge. Ich schaff das aus der Welt. Ich verspreche es dir. Danke, Vito. Pass gut auf dich auf. Jetzt brauche ich auf die Schnelle 2 Riesen. Vielleicht kann Joe mir da helfen. Okay, dann gehen wir mal zu Joe. Tab und... Okay. Da ist Joe. Gut, dann auf zu Joe. Ja, ich glaube, das hat man schon gemerkt. Das ist so gut. So Leute, ich mache jetzt mal einen kleinen Cut rein. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.